Janina ist schon seit längerem unzufrieden mit ihrer Figur. Vor über 2 Jahren ist mir meine Kniescheibe beim Boxen rausgesprungen. Und jetzt habe ich über 25 Kilo zugenommen. Und ja, man ist wieder an so einem Bereich, wo man sich wieder unwohl fühlt. Dazu kommen noch ein paar extra Kilo aus dem Lockdown. Die 29-Jährige ist diäterprobt. So wirklich lang hielten die Erfolge aber nie. Meine Ziele sind auf jeden Fall wieder viel, viel sportlicher zu werden und motivierter auch einfach wieder dem Training nachzugehen. Sängerin Adele hat diese Ziele erreicht. 45 Kilo hat die Britin abgenommen und sich für ein schlankeres und gesünderes Leben entschieden. Mit derselben Diät wie bei Adele sollen jetzt auch bei Janina die Pfunde purzeln. Ernährungsberaterin Anne unterstützt sie dabei. Also die Third-Food-Diät, wie bei anderen Low-Carb-Diäten, setzt sie auf Proteine. In dem Fall halt, so wie sie ja auch heißt, auf die Sirtuine. Mhm. Das ist eine bestimmte Gruppe von Eiweißen, die auch in bestimmten Lebensmitteln drin ist, die ich dir dann auch zeige, wie zum Beispiel Chicorée, Brokkoli, Eier, auch in bestimmten Gewürzen wie Kurkuma und Chili. Bei der Sirtfood-Diät sind sogar dunkle Schokolade und mal ein Glas Rotwein erlaubt. Auf Kohlenhydrate wie Brot oder Nudeln wird dabei vollends verzichtet. Stattdessen landen viel Gemüse und sirtuinreiche Lebensmittel wie Quinoa oder Fisch auf dem Teller. Anne macht bei Janina erstmal den Kühlschrank-Check. Kokosöl ist super, kannst du überall verwenden, unterstützt dich im Stoffwechsel, toll. Und Ahornsirup? Ja, das ist ein gutes Beispiel, das gehört dann wirklich raus. Und hier, ne, der schöne Schokopudding. Auf den muss die Make-up-Artistin die nächsten 3 Wochen verzichten. Ungesundes wird durch Gesundes ersetzt und Phase 1, die Entgiftung, kann losgehen. In der ersten Phase, die geht über 3 Tage. Darfst du bis zu 1000 Kilokalorien zu dir nehmen, in Form von Smoothies und Säften. Janinas erster Smoothie besteht aus Sellerie, Spinat, Zitrusfrüchten und Ingwer. Und? Aber so viel vorweg, Janinas Begeisterung für Smoothies wird sich in den kommenden Tagen steigern. Guten Morgen! Und ich starte gleich in den Tag mit einem Smoothie. Nach 3 Tagen Saftkur wird Janina 1500 Kalorien am Tag in Form von 2 Mahlzeiten und 2 Smoothies zu sich nehmen. Ernährungsberaterin Anne ist Fan der Diät. Sie glaubt, mit den gesunden Lebensmitteln erzielt man nicht nur einen kurzen Erfolg, sondern es kommt zu einer langfristigen Ernährungsumstellung. Nicht ganz so positiv sieht das Personal Trainer Erol. Er wird Janinas Werte checken, vor und nach dem Experiment. Aufgrund des Aufwandes und der nicht alltagstauglichen Praktikabilität schätze ich den Jojo-Effekt hoch ein. Aber erstmal muss sie auf die Waage. Also wir haben jetzt hier 128 Kilo. Wie du siehst, ist dein Körperfettanteil bei 47,5%. Mhm. Ja, den sollten wir versuchen auf ca. 20% runterzukriegen. Die Werte zeigen natürlich deutlich, dass es in keinem gesunden Bereich ist. Sie sollte definitiv jetzt darauf achten, ihr Körperfett zu reduzieren. Erol gibt Janina dafür noch ein paar Sportübungen an die Hand. Sport ist für das langfristige Abnehmen immer genauso wichtig wie die Ernährung. Und vergiss nicht, nur die Harten kommen in den Garten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Für die nächsten 3 Wochen ist Janina auf sich allein gestellt. Wie viel wird sie schaffen abzunehmen und wird sie durchhalten? Hier ist mein Essen, sieht aus wie Katzenfutter, schmeckt auch so, nein. Quinoa kannte sie vorher nicht, aber vor allem der gesunde Reisersatz hat es ihr angetan. So, und heute gibt es wieder eine leckere Gemüsepfanne mit Krabben diesmal, wegen Protein. Und dann habe ich einmal Quinoa gemacht. So, ich mache jetzt ein paar Übungen und tanze halt einfach ein paar Choreos nach. Ich habe die ganzen Tage jetzt keine Süßigkeiten mehr gegessen und... So richtig brauchen tue ich es gerade auch nicht. Ich pack's dann wieder weg. Voll krass, weil sonst habe ich ziemlich viel Schokolade gegessen. Aber was haben Verzicht und radikale Umstellung gebracht? Wie viel konnte die Berlinerin abnehmen? Bevor es ein zweites Mal auf die Waage geht, trifft sie Anne und berichtet von ihren Erfahrungen. Ja, die ersten 3 Tage waren am anstrengendsten für mich, also diese komplette Umstellung. Aber danach hat man sich halt einfach dann dran gewöhnt und habe ich mich auch gefreut, dann halt auch jeden Tag frisch zu kochen.
Janina hat durchgehalten. Sie wirkt ausgelassen, erzählt, wie gut es ihr mit der Diät ergangen ist und dass sie sich körperlich und geistig fitter, gesünder und besser fühlt. Und damit das auch so bleibt, ist Janina bestens ausgestattet, um Heißhungerattacken zu vermeiden. Ich habe jetzt sogar auch schon was vorbereitet für unterwegs, damit ich dann halt auch immer was dann dabei habe zum Trinken oder habe dann Obst oder auch Nüsschen dann in der Tasche, damit ich dann halt unterwegs auch mal was snacken kann. Ah, cool. Genau das ist wichtig, um auch in Zukunft den Jojo-Effekt zu umgehen. Sängerin Adele hat es mit der Sirtfood-Diät in mehreren Monaten geschafft, 45 Kilo abzunehmen. Janina hat diese Diätform 3 Wochen getestet. Wie viel werden es bei ihr sein? Hallo. Hey, wie geht's? Grüß dich. Alles gut soweit? Ja, und bei dir? Die Stunde der Wahrheit. Körpergewicht war zuvor bei 128, da sind wir jetzt bei 122 Kilo. Das heißt, du hast ganze 6 Kilo abgenommen. Wow, 6 Kilo in 3 Wochen und nicht nur das. Janina konnte vor allem ihren Körperfettanteil reduzieren. Du hast auch ein bisschen Körperfett verloren. 47,5 auf 42,9. Das ist alles in allem ein guter Wert. Ein guter Wert. Ein guter Wert. Janina freut sich und das vollkommen zu Recht. Sie kann stolz sein, ihrem Ziel ein ordentliches Stück näher gekommen zu sein. Nach unserem Dreh ist sie am Ball geblieben, hat weiter abgenommen und merkt, dass es ihr besser geht. Sie fühlt sich wohler in ihrer Haut und das ist am Ende ja das, worauf es ankommt.